Alle Jahre wieder dürfen wir uns erinnern lassen, dass Gott in Jesus Christus als Kind in der Krippe in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Wir singen vertraute Lieder, dürfen uns erinnern, treffen uns in vertrautem Kreise. Heute treffen wir uns im Herzkatheter im Riesaer Krankenhaus. Denn das, was von der Botschaft der Geburt des Kindes ausgeht, ist eine Herzenssache. Und unser Herz ist eines unserer wichtigsten Organe, das uns am Leben erhält. 2022 schließen wir in diesen Tagen. Es hatte einiges für uns zu bieten. Die Herausforderungen der letzten Zeit haben uns umgetrieben und verunsichert. Unterschiedliche Wahrheiten und Theorien werden herangezogen, um das je eigene Weltbild zurechtzuzimmern. Dazu die Trockenheit in diesem Jahr, Extremwetter mit Hagel und Hochwasser, Feuer in den Wäldern, auf den Feldern und über Wochen hier aus dem Riesaer Krankenhaus zu sehen, die Rauchwolke über der Goreschheide. Es verändert sich vieles um uns herum und ich entdecke auch, dass ich mich nicht immer da herausnehmen kann. Wie haben Sie das Jahr 2022 erlebt? Mir hat es auf einigen Ebenen ein neues Nachdenken abgefordert. Vor allem der Krieg in der Ukraine. Seit dem Februar geht es so unmenschlich, so brutal, so irrational, so unverständlich zu. Täglich erreichen uns Nachrichten von Zerstörung, Gräuel, von Brutalität. Und ich habe die Schwierigkeit, die unterschiedlichen Wahrheiten aufzunehmen und zuzuordnen. Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, da haben wir gegen die Stationierungen von Pershing 2 und SS-20 protestiert. In Europa war ein mehrfacher Overkill installiert. Gegenseitige Bedrohung sollte das Gleichgewicht aufrechthalten. Und da gab es diesen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und heute, 40 Jahre später, 40 Jahre reicher an Erfahrung und Annäherung, 33 Jahre nach der friedlichen Revolution in unseren Breitengraden, entdecke ich, wie wenig vergleichbar das alles ist. Welche überdimensionale Bewahrung, beziehungsweise was für ein riesengroßes Glück hatten wir 1989. Aber da haben sich die unterschiedlichen Machthaber noch aufeinander eingelassen, miteinander gesprochen bzw. Vermittlungen angenommen. Sie haben verhandelt, gerungen, Widerstände aufgegeben. Sie sind Konzessionen eingegangen, haben Kompromisse ausgehandelt und akzeptiert, haben diplomatische Gepflogenheiten ernst genommen und konnten den Gesichtsverlust vermeiden. Das, so habe ich das Gefühl, ist zurzeit nicht möglich. Und das macht die Lage so unübersichtlich, so dramatisch. Die Bilder von zerbombten Städten und Siedlungen, die gezielte Zerstörung der Infrastruktur. Ich möchte so nicht leben. In meine Weihnachtsgedanken für die Begegnungen in meinem Klinikalltag habe ich einen Text von dem Theologen Augustin aufgenommen, eine Umschreibung des Miteinanders. Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeit erweisen, zusammen schöne Bücher lesen, sich necken, dabei auch einander sich Achtung erweisen. Mitunter sich auch streiten ohne Hass, wie man es wohl mal mit sich selber tut. Manchmal in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen. Einander belehren und voneinander lernen, die Abwesenden
schmerzlich vermissen, die Ankommenden freudig begrüßen. Lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen, die sich äußern in Miene, Wort und tausend freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen, sodass aus dem Vielen eine Einheit wird. Dass aus dem Vielen eine Einheit wird, diesen Anspruch hätte ich so nicht. Aber ein gegenseitiges Respektieren, ohne sich zu verdammen, ein gegenseitiges Akzeptieren, ein Nebeneinander von unterschiedlichen Positionen als Anreiz zu nehmen, miteinander im Gespräch zu bleiben, das möchte ich favorisieren. Auf dem Flyer, den ich im Krankenhaus mitverteile, habe ich ein Bild von der Dresdner Frauenkirche platziert. Die wiederaufgebaute Frauenkirche, sie steht symbolisch für die Überwindung von Gegensätzen und Feindschaft. Sie steht für das Miteinander, vielleicht auch im Geist der Worte des Theologen Augustin. Und wir hören das bekannte Evangelium von der Geburt des Christuskindes. Wir hören das "Fürchtet euch nicht" und den Jubel der himmlischen Heerscharen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und Friede auf Erden, seit 2000 Jahren gibt es diese Worte von der Geburt Jesu. Und ich denke nicht, dass es irgendwann mal eine gesamtweltweite Friedenszeit gegeben hat. Aber es gibt diesen Wunsch, diesen frommen Wunsch nach Frieden, nach einem respektvollen Miteinander. Die Vorstellungen, wie dieser Friede aussehen kann, sind sicherlich so unterschiedlich, wie wir Menschen auch sind. Und die unterschiedlichen Erwartungen gehen da weit auseinander. Aufeinander zugehen ist immer ein Wagnis. Ist immer eine Herausforderung, braucht immer Mut, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Zutrauen, Vertrauen und Liebe. Gott selbst lässt sich auf das Wagnis ein, Mensch zu sein. Nach ersten menschlichen Ermessen ist dieses Wagnis gescheitert. Mit dem zweiten Blick jedoch können wir die größere Dimension erkennen. Die Einladung an uns, ein Ziel über das endliche Leben hinaus zu haben. Dazu lädt uns Weihnachten, das Erinnern an die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, ein. Leben ist immer ein Wagnis und es lohnt sich, im Gespräch zu bleiben oder auch wieder ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Wege zu finden und zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Amen. Es begab sich aber zur Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als er dort war, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie,
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seinen Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alles diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.